Great, great. Immer diese deutsche Kabaretttradition. Immer auf die Amis hauen. Ja, ich meine, es ist wahnsinnig. Überall, wo wir hingehen, die Deutschen waren schon da. Im Nahen Ost, in der Ukraine. Moment. Wie meinen Sie das? Ja, ich meine, 1942 haben die Deutschen einen Dschihad finanziert, damit die Araber die Engländer bekämpfen können. Also ich meine, wie sage ich immer, man sollte nicht zu tief in der Geschichte wühlen. Aber man muss wissen, wo der Terror herkommt, aus Deutschland. Ich meine, Leute, ich sage euch, ich war vor 3 Wochen in den USA und dieser Antiterrorkampf in den USA, es ist Wahnsinn. Ich war am Flughafen in Frankfurt und diese Antiterrorfrage, ne, die Frau fragte mich am Anfang, Sir, sind Sie Mitglied in einer terroristischen Vereinigung? Ich habe gesagt, ich bin verheiratet. Meine, was ist das für eine Frage, um Leute zu erwischen? Hamid, bist du Terrorist? Ja, bin ich. Ja, dann darfst du nicht mitfliegen. Also, das ist krank. Die Terroristinnen werden ständig beleidigt. Das ist schlimm. Und diese Frau am Flughafen fragte mich in mehreren Sprachen, Sir, hat jemand Ihnen geholfen, Ihr Gepäck zu packen? Hat jemand, es war wie Sendung mit der Maus, hat jemand Ihnen geholfen? Hat jemand, did anyone help you to pack your bags? Ich dachte, es wäre so geil gewesen, zu sagen, nur mein Freund Mohammed. Aber ich habe es nicht gesagt, weil ich wollte nicht, dass sie weiß, wie gut Mohammed packen kann. Mein Geheimnis. Und dann willst du den Koffer abgeben und du siehst ein Schild mit Sachen drauf, die du nicht in das Flugzeug bringen darfst. Und das sind nicht Sachen drauf wie Zahnpaste oder Fingernägelschneider. Das sind Sachen drauf wie Messer, Pistolen, Dynamitstangen, radioaktive Behälter, die auf sind, na so. Und eine Handgranate auf ein Scheiß. Ich frage mich, gibt es Leute, die einchecken? Und dann sehen sie dieses Schild und sie denken, Scheiße, das haben wir nicht gewusst. Die denken, wir müssen jetzt alles umpacken, na, die Handgranaten raus aus dem Handgepäck, na, rein in den großen Koffer. Na. Angelina, gib mal die Mama deine Handgranaten. Auch die von Nico, gib mal die Mama. Und dann packst du die Handgranaten rein in den Koffer. Oh, du kriegst den Koffer nicht zu. Dann gibst du den Koffer ab. Und die Frau sagt, sie haben Übergewicht. Und du sagst, ja, ich weiß, das sind die Handgranaten, die sind. Und du hast Terror im Flugzeug. Du kriegst keinen Platz. Der Typ vor dir macht den Sitz immer runter, weißt du, deine Knie werden gefoltert. Und ich kriege immer dicke Leute, fette Leute neben mir. Immer fette, fette Russen neben mir im Flugzeug. Es ist was. Einer stand direkt vor mir. Er sagte, Reihe 39, das ist meine Reihe. Ich habe gesagt, ja, das stimmt, aber das ist das falsche Flugzeug. Ja? Weiter. Boah. Und dann kam das Essen. Ich habe mich auf das Essen gefreut. Ich dachte, wow, endlich was zu essen. Das ist was Amis tun können. Die können gut essen. Und die Frau sagte zu mir, Sir, möchten Sie Hühnchen oder möchten Sie Fisch? Und ich habe gesagt, ich möchte Hühnchen. Und sie sagte, tut mir leid, wir haben nur Fisch. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir zurückfliegen. Warum sagt sie das? Das ist wie wenn eine sexy Frau zu dir sagt, willst du mit mir schlafen? Willst du mit mir schlafen? Und du sagst, ja, gerne. Und sie sagt, kann ich mir vorstellen. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock.